Hallo und herzlich willkommen zum Videokanal des Rehabital Düsseldorfs. Wir sind heute wieder mal hier, leider immer noch nicht vor Ort, wird glaube ich auch noch so 2-3 Wochen dauern, dann hoffe ich, dass es endlich losgeht. Nichtsdestotrotz, wir sind aktiv, haben Lust und wollen heute was für die Schulter machen. Schulter deshalb, weil die ja häufiger Probleme bereitet, Thema Arthrose, man Probleme beim Stützen hat. Das ist ein Video, was sich die Gerda gewünscht hat. Die meinte zwar, du kannst ja nicht auf alle Wünsche eingehen. Nein, nicht auf alle, aber ihr dürft sehr, sehr gerne Wünsche äußern. Schreibt hier unten in die Kommentare, schickt eine Mail. Wir machen gerne das, wozu ihr Lust habt, was ihr braucht. Das ist für uns dann sogar ein bisschen einfacher, weil sonst zu überlegen, hey, was könnte für den einen oder anderen passen, ist nicht immer ganz so einfach. Wir brauchen heute ein paar Hanteln. Nicht zu schwer, 1 Kilo reicht wirklich, bei manchen reicht vielleicht auch ein halbes Kilo, also eine kleine Wasserflasche oder eine große Wasserflasche, irgendwas in die Richtung, viel mehr muss und braucht es nicht sein, denkt dran, Arthrose, Schultern tut weh und so weiter. Wir arbeiten heute auch nicht über Kopf, extra deshalb, weil das Thema Nackenverspannung ist ja auch was und dann sagen dann viele, oh, das geht nicht oder ich kann nicht über Kopf, deshalb bleiben wir heute ganz bewusst im unteren Bereich, damit das alles gut funktioniert. Den Stuhl habe ich hier stehen, einmal, damit es leichter ist, meine Hand abzulegen. Dann aber auch, ihr könnt alle Übungen auch im Sitzen machen, also wer nicht so viel stehen kann oder mag, kann das heute auch alles im Sitzen machen. Ist gar kein Problem, funktioniert als Stuhl-Hocker-Gymnastik oder auch im Stand. Im Stand ist natürlich ein bisschen schöner, weil man dann gleichzeitig noch für die anderen Muskelgruppen was macht. So, wir fangen einfach mal an. 2 Hanteln und wir halten die in der Hand und pendeln mal so ein bisschen vor und zurück. Vom Stand her immer das Gleiche. Wir stehen, die Knie sind leicht gebeugt, nicht ganz durchgestreckt. Po ist fest, Bauch ist fest. Das ist immer das Gleiche. Und oben Schultern zurück. Also nicht hier irgendwie so stehen, Schultern zurück. Hinten, unten, tief, sozusagen. Brust raus. Stellt euch vor, ihr habt hier ein Fädchen und da zieht euch jemand schräg nach vorne. So, das müsste jetzt das leichte Pendeln, müsste eigentlich schon relativ angenehm sein. Schulter, Kopf, also der Oberarmkopf wird etwas heruntergezogen. Dadurch ist da oben ein bisschen mehr Platz. Sollte also schön sein. Wir pendeln ein bisschen größer. Ne, wirklich keine Spannung drauf, einfach locker hin und her. Könnt ihr ein bisschen in euch hineinfühlen, wie sich das anfühlt. Knirscht und knorpelt da irgendwas rum oder geht das noch ganz gut? Wenn es knirscht, wir können es nicht ändern. Nur so produzieren wir ein wenig Gelenkschmiere, sodass es vielleicht hinterher ein wenig weniger knirscht. Manchmal knackt es auch. Ne? Wunderbar. So, jetzt drehen wir mal die Schultern leicht. Achte darauf, heute mal ausnahmsweise nicht ganz hochziehen, weil wir wollen nicht so viel den Nacken trainieren, sondern im Schultergelenk kreisen. Nach vorne, ein bisschen nach oben, nach hinten und nach unten. Ja, ansonsten, ihr seht den Unterschied, wenn ich so mache. Oder wenn ich nur eine kleine Bewegung mache. Im Schultergelenk drehen. Bleibt natürlich nicht ganz aus, auch ein bisschen den Nackenbereich. Aber wir wollen ihn wirklich heute rauslassen. Ich hörte ja von den einen oder anderen, dass die echt fiese Nackenschmerzen haben. Ingrid habe ich gehört, kriegt mittlerweile Physiotherapie, nur weil wir hier keinen Sport machen dürfen. Die Frage nach dem Sinn und Zweck des Ganzen, lassen wir mal hier raus. Ne? Können wir nicht beantworten. Nur man sieht, wozu es führt, wenn kein Sport gemacht werden kann. Okay, nochmal pendeln. Sehr angenehm, sehr locker, sehr ruhig. Ein wenig Aufwärmen des Schultergelenks. Gewicht kurz weg, damit es nicht schon zu anstrengend wird, weil wir drehen ein, wir drehen aus.
Stell dir vor, ihr habt einen Ball auf der Hand, ne, und der bleibt die ganze Zeit ja, nach oben und fällt nicht runter. Schulter geht nach innen, Schulter geht nach außen. Innen, außen. So, jetzt bewegen wir die Arme mal ein bisschen nach seitlich, also nach oben seitlich. Bis zur Waagerechten. Halten hier. Drehen eine Hand nach unten, eine bleibt oben, welche ist völlig egal. Und wechseln hier ein bisschen. Oben, unten. Oben, unten. Jetzt könnt ihr sogar ein bisschen mehr knacken, knirschen in der Schulter. Versucht mal jetzt ein bisschen den Oberkörper auch mitzunehmen. Uiuiui, bei mir knackt es da auch. Ich als alter Badmintonspieler, da sind die Schultern auch nicht mehr ganz so dolle. Ne? Das merkt man dann immer bei sowas. Bei so kleinen, aber feinen Bewegungen. Wenn ihr zu sehr den Nacken spürt, geht ein bisschen runter, damit ihr da nicht so die Belastung drauf habt. Ja? Bei mir knackt es auf der rechten Seite bei jedem Drehen. Wunderbar. Wir lockern. Und nehmen mal ruhig nur eine Hantel, damit wir uns ein bisschen immer konzentrieren können. Und zwar nehmen wir die Hantel, rechte Hand, linke Hand, ist völlig egal. Handfläche nach oben und drehen jetzt leicht im Schultergürtel, also hier im Schultergelenk. Ja, wie als wäre das hier so eine Dampfmaschine oder sowas, so fühlt sich das vielleicht an. Ist jetzt gar nicht besonders schwer, ne? Braucht aber auch nicht. Wer sich völlig unterfordert fühlt, darf natürlich auch ruhig ein bisschen mehr Gewicht nehmen. Aber es reicht so aus. Ein bisschen geht es auch in den Bizeps, aber ansonsten wird vorsichtig die Schultermuskulatur belastet. Wenn ihr mal so ein bisschen fühlt, hier geht es ein bisschen rein, hinten geht es ein bisschen rein. Machen wir noch ein bisschen, bevor dann die andere Seite kommt. Ja, ist ja eine kleine Bewegung, da muss man so ein bisschen in sich hineinhorchen. Vielleicht knackt es auch schon nicht mehr ganz so doll. So, noch 5 Sekunden, dann haben wir schon eine Minute gemacht. Und wir wechseln auf die andere Seite. Kleine Bewegung, denkt an so eine Dampfmaschine. Dann passt das. Machen wir auch wieder ein Minütchen. Ich habe unten den Sekundenzeiger im Blick, dass ich nicht zu viel von euch verlange, aber auch nicht eine Seite vernachlässige. Das ist ja immer so die Gefahr. Erstens, wenn man quatscht, geht die Zeit so schnell vorbei, dann kriegt man es gar nicht mit. Und meistens ist die Seite, die als zweites dran ist, irgendwie kürzer. Da denkt man immer schon, ah ja, prima, wir haben alles geschafft. Nee, nee, ist nicht so. Meistens ist es kürzer. Und meistens ist es auch noch schlechtere Seite. Ich habe das jetzt auch links und mein rechter Arm ist ganz klar der dominante Arm. Deshalb habt immer eine Uhr oder sowas im Blick oder zählt die Wiederholungen. Nur Wiederholungen zählen und reden. Relativ schwierig, besonders wenn man keine Musik hat, an der man sich orientieren kann. Okay, kurz lockern, wechseln wieder in die andere Seite. Winkeln den Arm wieder an und führen den Arm jetzt nach außen. Der Ellbogen bleibt am Körper, der ist da fixiert und ihr dreht nur die Hand nach außen. Ja, ist jetzt für die Schulterrotatoren, die Außenrotatoren. Wer zum Beispiel auch Supraspinatus-Syndrom hat, also so einen eingeklemmten Muskel, einen entzündeten Muskel oben, der sich da immer einklemmt und es dann wehtut bei einer Bewegung, hier so geht's, hier geht's nicht, da geht's dann wieder. Wenn man den Arm hebt, macht man dann irgendwie immer so eine Ausweichbewegung. Supraspinatus-Syndrom. Und da ist ganz wichtig, die Außenrotatoren auch mal zu trainieren. Das sind nämlich ein paar ganz, ganz kleine Muskeln und die Innenrotatoren im Schultergelenk, also die nach vorne drehen, das sind die großen Muskeln, Brustmuskel, breiter Rückenmuskel
und die Außenrotatoren echt so kleine Dinger. Wechsel, dann erzähle ich weiter. Andere Hand und nach außen drehen. Ellbogen bleibt am Körper. Nur die Außenrotatoren sind wirklich so kleine Muskeln hinten am Schulterblatt. Und dann sind die im Verhältnis natürlich immer relativ schwach. Also es ist nicht ungewöhnlich, wenn man sagt, ich hänge immer so ein bisschen nach vorne. Ist einfach die größere Muskelgruppe und wird auch noch mehr trainiert. Deshalb machen wir das heute. Wir machen übrigens jede Übung so zweimal. Also die andere Übung, die Dampfmaschine, so nenne ich sie jetzt mal, die kommt jetzt gleich nochmal. Dann allerdings mit kleinen Variationen. So eine Übung könnt ihr auch, wenn ihr auf der Couch sitzt, machen. Lehnt den Arm hinten auf die Lehne und dreht den Arm nach oben. Okay, Wechsel. Andere Arm, Handfläche nach oben und wieder drehen. Drehen. Versucht jetzt mal so kleine, ihr kennt diese Brasils oder die kleinen Actimels, die wir hier haben, wo man immer so ein bisschen schütteln muss. Versucht es auch hier mal so ein bisschen hin und her zu schütteln und zu drehen. Da ist die Dampfmaschine dann ein bisschen langsamer und nicht ganz so rund, als wenn ihr es ohne Schütteln macht. Ne? Hin und her schütteln und drehen. Es ist koordinativ anspruchsvoll. Aber es belastet hier auch nochmal ganz anders. So, jetzt haben wir wahrscheinlich alle unseren guten Arm. Da geht das noch einigermaßen koordinativ. Ne? Aber wehe, gleich kommt unser anderer Arm, der schlechte. Da bin ich auch mal gespannt, wie das bei mir aussieht. Hin und her und drehen. Es macht nichts, wenn es nicht rund ist. Es ist eine Richtung. Unsere Dampflok, die muss sich ja nicht vorbewegen. Ihr merkt aber auch direkt, das ist viel, viel anstrengender im Schultergelenk, diese kleinen Bewegungen, das zu stabilisieren, merkt man deutlich. Ich zumindest, ich hoffe ihr auch. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Oder ihr seid viel fitter als ich. Kann natürlich auch sein. Andere Arm, rechts und links. Und die Dampfmaschine. Der Ellbogen ist fixiert. Seht ihr, bei mir geht es auch viel, 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 viel schlechter. Das ist eben eine Übung, die macht man auch nicht so häufig. Ne? Ja. Wir probieren es weiter. Die andere Hand darf locker sein, nicht vor lauter Schwierigkeit verkrampfen. Wenn ihr diese Brasils, diese Sanddöschen zu Hause habt, könnt ihr die auch jetzt gut benutzen, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil sich der Sand da drin bewegt und es dann koordinativ einfacher ist. Okay, eine Runde schauen wir noch. Und die Dampfmaschine hört auf. Wir wechseln wieder die Hand. Jetzt wisst ihr auch, warum wir nur eine Hand genommen haben und nicht direkt zwei, weil das wäre schwierig. So, zweite Mal. Diese Übung und auch jetzt kleine Bewegungen, auch in dieser Ebene. Ja? Wir bewegen in die Richtung, geben dem also immer einen Impuls und gehen nach außen und wieder nach innen. Nach außen, nach innen. Sieht hinten hier an der Schulter ganz gut, ne? Konzentration. Und wieder nach außen. Da wird dann so eine Minute auf einmal auch verdammt lang. Ne? Jetzt wisst ihr auch, warum wir nur ein Kilo genommen haben. Sekunden. Und lösen. Andere Seite. Wieder diese Bewegung mit seitlichem Schütteln.
Schütteln, schütteln. Ne, wird wieder schlechter gehen, wenn es euer schwächerer Arm ist. Ist aber ganz normal. Ist auch gar kein Problem. Ne? Wir sind ja hier, um zu üben. Wenn wir alles schon könnten, und dann hätten wir auch keine Schmerzen. Ne? Schüttel, schüttel, schüttel. Guckt ruhig an, kein Problem. Oder guckt mich an, grüßt mich mal. Ach, das wäre so schön, wenn wir wieder hier zusammen Sport machen könnten. Aber irgendwann, sage ich euch, da werden wir hier richtig Gas geben. So, wieder zurück. Ups. Und lösen. Ich stelle mich ein bisschen seitlich. Wir gehen in die Schrittstellung. Wenn das linke Bein vor ist, linke Hand leicht abstützen hier und einfach mal den Arm pendeln. Pendeln. Müsste jetzt sehr, sehr angenehm sein. Guck, dass der Rücken nicht ganz so krumm ist, sondern relativ gerade, auch wenn er nichts macht im Moment, sollte so ein bisschen so eine Grundeinstellung immer sein, daran zu denken. Ne? Ohne Kraft einfach pendeln. Das ist schön jetzt, ne? Ist auch nicht anstrengend. Wir wechseln auf die andere Seite. Schrittstellung. Ich bin jetzt rechts. Rechts ist Vereinsform. Rechts abstützen. Linker Arm pendelt. Ah, ist das schön. Und lösen. Wir nehmen beide Handeln in die Hand und führen die Arme seitlich. Bitte nicht zu hoch gehen, heute nicht, bei anderen Trainingseinheiten ja. Wir wollen nur die Schultermuskulatur, jetzt die seitliche Muskulatur trainieren und nicht den Nacken. Also schaut, dass die Schultern tief bleiben und sich nur die Arme bewegen. Der Nacken ist ganz locker. Ja, es nennt sich Seitheben. Wie man erkennt, heißt es so, weil man die Handeln seitlich hebt. Ellbogen sind bitte leicht gebeugt, dass ihr nicht ganz durchstreckt, sondern eine leichte Beugung habt in den Gelenken. Gilt für alles immer. Knie sind auch immer noch leicht gebeugt. Po ist fest, Bauch ist fest. Und ihr hebt die Handeln seitlich. Ganz gezielte Kräftigung dieses Muskels, der sie so als Kappe hier über dem Schultergelenk liegt. Nennt sich Delta-Muskel. Da gibt es einen mittleren Anteil, den trainieren wir jetzt, einen vorderen Anteil und einen hinteren. Die kommen auch noch. Ihr dürft also gespannt sein. Okay, und lockern. Und da merkt man auch, wie schwer diese Teile sind. Ne? So, jetzt machen wir den vorderen Anteil und heben die Handeln nach vorne. Nach vorne. Nennt sich Frontheben. Auch hier wieder nicht zu hoch, sondern bis in Schulterhöhe, Brusthöhe, nicht weiter. Auch hier Ellbogen leicht gebeugt. Heben. Wer jetzt Schwierigkeiten hat und sagt, oh, ich muss das Gewicht ja so nach vorne nehmen, ja, man muss gegenarbeiten hier mit der Rückenmuskulatur, weil Gewicht geht nach vorne, normalerweise würde ich ja dann umfallen. Man arbeitet also mit der Rückenmuskulatur dagegen. Wem das zu schwer ist, was ich aber bitte nicht hoffe, kann auch abwechselnd das Ganze machen. Na, aber wir wollen auch die Rückenmuskulatur ruhig ein bisschen trainieren. Also kämpft dadurch. Umso wichtiger ist es, den Po fest zu haben, den Bauch fest zu haben, alles fest zu haben. Jetzt habe ich den Sekundenzeiger nicht ganz im Blick gehabt.
Bisschen was müssen wir also noch machen, glaube ich. Zu viel geredet. Okay, und lösen. Eine Handel legen wir weg, weil es wird etwas schwieriger. Von der Koordination her. Leicht vorbeugen. Popo geht hinten raus, wie bei Daisy Duck. Rücken ist gerade. Eine Handel deshalb nur, damit es nicht so schwer ist. Und ihr hebt hier den Arm seitlich. Auf dem Stuhl geht das natürlich genauso. Ne? Also die, die sitzen, vorbeugen, seitlich. Ist der hintere Anteil der Schultermuskulatur. Okay, zack. Wenn ihr lieber in der Schrittstellung seid, Schrittstellung, wichtig, der Oberkörper muss etwas vorgebeugt sein, damit wir an den hinteren Anteil rankommen. Natürlich ein bisschen abhängig von der Dehnfähigkeit der Beinrückseite auch noch, ob man gut so stehen kann. Also wenn es jetzt hinten an den Beinen zieht, ist nicht ungewöhnlich. Darf ziehen. Dann müsstet ihr jetzt auch ganz gut spüren da hinten. Vielleicht sogar ein bisschen zwischen den Schulterblättern. Gut für die aufrechte Körperhaltung. Und natürlich für die Schulter. So, komm, zwei gehen noch. So, hochkommen, lösen, lockern. Andere Seite. Leicht vorbeugen und den Arm seitlich führen. Auch diese Übung machen wir gleich nochmal. Auch hier mit einer Variation. Kämpfen. Jetzt ist auch noch der schwache Arm wahrscheinlich dran. Da müsst ihr ein bisschen mehr kämpfen. Geht's noch? Komm, zieht noch mal dreimal. Einmal, zweimal, dreimal. Lösen, aufrichten. Sehr gut. So, wollt ihr nochmal pendeln? Ist eigentlich immer ganz schön, ne? So, jetzt kommt wieder dieses Frontheben. Ah ne, wir haben mit Seitheben angefangen. Entschuldigung. Seitheben haben wir mit angefangen. Ihr dreht bitte die Daumen nach oben. Einfach deshalb, damit ihr es ein bisschen besser vorstellen könnt, wenn ihr die kleinen Fläschchen mit Sand habt. Wir schütteln so, also den Sand hoch und runter. Und arbeiten hier so. Ist von der Vorstellung besser? So geht es auch, aber von der Vorstellung ist es so ein bisschen einfacher. Ja, kleine Bewegung bis nach oben, kleine Bewegungen bis nach unten. Der Rumpf ist stabil. Po ist fest. Bauch ist fest. Rücken ist fest. Vielleicht spürst du es jetzt so ein bisschen im Rücken, dass sich da irgendwie die Muskulatur bewegt. Kann sein, weil ihr müsst viel mehr stabilisieren durch diese kleinen Bewegungen. Ist aber auch ein bisschen anstrengender dadurch, ne? Tja, so ein Pech, aber auch Sport ist anstrengend. Nein, wir wollen doch die Anstrengung. Wir wollen doch fit werden. Und dann hinterher, wenn ihr euch dann ausruht und keine Ahnung, ein Käffchen trinkt oder ähnliches, dann geht es euch doch auch wieder gut. Nicht ganz so viel essen. Ne? Wir wissen auch, in der Pandemie gehen leider die Körpergewichte nach oben. Risikofaktor für eine Erkrankung, aber nicht nur Covid, sondern eigentlich alles. Ne? Bluthochdruck etc. etc. So, lockern. Das war gut anstrengend. Spürt ihr die Muskeln hier? Könnt ihr mal ein bisschen kneten, ein bisschen reiben zur Entspannung. Ist immer ganz schön. Okay, wir
wenn ihr wieder bereit seid, jetzt kommt das Frontheben. Auch hier die Handeln nicht so, sondern nach oben zeigend die Daumen, damit wir hier, das machen wir auch abwechselnd, weil so wird es sehr schwer zu stabilisieren, ne? Da geht es ein bisschen so. Deshalb hier abwechselnd, kleine Bewegung, hoch und runter. Kleine Bewegung. Bei einer Übung, wenn man so auf dem Bauch liegt und die Arme über Kopf bewegt, nennt man das Holzhacken. Dann guckt, dass die Schultern tief bleiben, der Nacken ganz entspannt, hier alles fixiert ist, alles fest ist, Knie leicht gebeugt sind. Ich habe jetzt automatisch den Stand etwas verbreitert, damit ich besser stehe, durch die kleinen Bewegungen. Habt ihr vielleicht auch gemacht, wenn es zu schwer ist zu stabilisieren, stellt euch ein bisschen breiter. Dann habt ihr eine größere Standfläche. Wir machen zwar die Woche auch noch ein bisschen Gleichgewichtstraining, aber heute ist es das nicht das Ziel. Heute machen wir Schultern. Okay? Und lösen. Sehr schön. So, und die dritte Übung. Nehmen wir wieder nur einen, sonst wird es zu schwierig. Vorbeugen, seitlich, auch hier Daumen nach oben drehen. Dadurch wird es nochmal wesentlich schwieriger, hinten zu bleiben, also nicht hier nach vorne zu wandern. Und dann kleine Bewegungen. Okay, ihr merkt, eine Hand reicht voll und ganz aus. Die Übung ist so schwierig, koordinativ. Man bewegt sich einfach sonst nicht da hinten mit dem Arm. Ne? Alles passiert vor dem Körper. Man merkt richtig, wenn man hochgeht, wie es hier in dem Bereich richtig schön zieht. Kleine Bewegung, kleine Bewegung. Und wieder nach oben. Schüttel, schüttel. Es muss gut durchgeschüttelt und gerührt sein. Mein Muskel brennt. Eurer wahrscheinlich auch. Ne? Aber danach fühlt man sich so aufrecht und so gefestigt da im Schultergelenk. Komm, letztes Mal. Einmal geht noch. Und wieder runter. Und lösen. Ui, vielleicht wird euch ein bisschen warm, ne? Kleiner Muskel und trotzdem wird es einem warm. Andere Arm, letzte Anstrengung für heute. Leicht vorbeugen, Daumen nach oben, diese Seitwärtsbewegung mit kleinen Schüttelbewegungen. Po ist fest, Rumpf ist fest. Ist wieder der schlechtere Arm, ne? Fällt wieder schwerer. Ellbogen bleibt leicht gebeugt. Und hoch. Zack, zack, zack. Fühlt in die Hand rein. Gedanken da, dann geht es ein bisschen leichter. Dachte ich. Und schon stopp ich. Nein, es geht leichter. Nur nichtsdestotrotz will die Hand manchmal nicht so wie das Gehirn. Ne? Ihr kennt's. Ja, noch zweimal. Upsa. Zack, zack, zack. Braucht man ganz schön lange. Jetzt ist die Zeit schon um. Habe ich nur einmal gemacht. Aber ich will euch nicht weiter quälen. Okay. Beide Handteile. Ah, das tat gut. So einfach pendeln. Pendeln. Wenn doch Sport immer so sein könnte wie jetzt das Pendeln, ne? Aber ich finde es immer schön, wenn da die Anstrengung vorbei ist, fühlt man sich auch gut. Wunderbar. Wir sind auch praktisch durch. Wir legen die Handeln einmal nochmal beiseite und massieren hier so ein bisschen, kneten die Muskulatur.
dass sie wieder ein bisschen locker wird. Mit dem Daumen, mit den Fingern. Der Nacken, den solltet ihr jetzt wirklich nicht spüren. Wenn ja, zurückspulen, nochmal von vorne anfangen. Nein, es kann natürlich immer sein, dass der Nacken ein bisschen mit involviert wird. Die Muskulatur hängt am Schulterblatt dran. Die Nackenmuskulatur lässt sich nicht ganz vermeiden. Andere Arm noch. Andere Schulter, besser gesagt. Na. Nur mir war es wichtig, dass wir heute wirklich Schulter machen und nicht Nacken. Wer Schulterprobleme hat, bitte immer darauf achten, wenn ihr stützt. Ich gehe mal kurz auf den Boden und zeige euch das. Wenn ihr irgendwie stützt, wir machen ja öfter Stützübungen. Ja, dass ihr nicht so im Schultergürtel drin hält, sondern die Muskulatur anspannt und euch nach oben drückt. Ja? Dann habt ihr weniger Belastung auf dem Schultergelenk. Oder wenn ihr so stützt, ist genau das Gleiche. Ihr könnt so stützen, ihr könnt so stützen. Ja, ihr seht deutlich, denke ich, den Unterschied. Ohne angespannte Muskulatur, die Belastung geht aufs Gelenk. Mit angespannter Muskulatur, die Muskulatur hält das und ihr habt weniger Probleme bei dem Ganzen. Das nur zum Abschluss für Gerda, damit ihr versteht, was ich in der Mail geschrieben habe, was es heißt, aktiv zu stützen, die Muskulatur anzuspannen. Wunderbar, das war's schon wieder für diese Einheit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr spürt die gute Wirkung. Wir sehen uns die Tage wieder, online leider immer noch. Wir warten darauf, dass es wieder losgeht. Bis dahin, bitte seid fleißig. Ich sehe ein bisschen, dass die Klickzahlen so abnehmen teilweise. Bitte tut was, das liegt uns wirklich allen sehr am Herzen, dass ihr einigermaßen fit wieder hier hinkommt und einigermaßen fit wieder anfangt. Ja? Wir sehen uns, macht es gut, haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Ich sage tschüss, bis die Tage. Tschüss!